WordPress Berlin. Hertha BSC startete mit 6:1 in die erste Bundesliga und das gegen Eintracht Frankfurt. Ganz Berlin ist begeistert. Jetzt steht das nächste Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg an. Naja, und Trainer Jos Lokai bereitet die Mannschaft wieder intensiv vor. Zwei Verletzte, ein Exklusivinterview von Jos Lokai, Herthas Trainer, WordPress Berlin und Sportik exklusiv. Zu Hause möchten Sie eine Macht sein und zu Beginn der neuen Saison die Auswärtsspiele. Wie werden Sie die, wie schätzen Sie die ein, wie stellen Sie das Team für Auswärtsspiele ein? Ja, in erster Linie wollen wir natürlich über unsere Heimspiele erfolgreich sein und zusätzlich sind Auswärtsspiele auch dafür da, um sich in die Liga auch punktemäßig auch in Richtung Ende der Saison gut aufzustellen, dass man hoffentlich nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Das ist uns im letzten Jahr hervorragend gelungen. Wir waren die beste Heimmannschaft, aber auch die beste Auswärtsmannschaft. Aber natürlich sind wir jetzt eine Klasse höher und träumen wir nicht. Also wir schätzen das realistisch ein. Ich denke, dass wir in dieser Saison mehr Punkte holen in Heimspiele, dann auswärts. Aber jedes Punkt, das wir auswärts oder jeden Sieg, den wir auswärts mitnehmen, zurück nach Berlin, ist willkommen. Und da freuen wir uns riesig drüber dann. Hertha BSC hat im Moment 27 Profis, zwei sind verletzt, sind 25. Sie können aber, glaube ich, zu Beginn eines Spiels immer nur 11 auflaufen lassen und den Rest nicht immer auf die Bank setzen. Wie ist da ein Gefahrenpotenzial doch in der Elite-Liga, wenn da so viele immer gesagt bekommen müssen, heute du nicht? Ja, ich denke, dass das Problem überall ist, gerade auch in die Bundesliga. Wir haben das auch im letzten Jahr gehabt, aber ich habe auch letzte Saison, vor der Saison gesagt, dass wir nicht Ziel erreichen oder das hier Aufstieg, wenn wir nur aus 5 oder 8 oder 10 Spielern bestehen. Und das Gleiche ist jetzt wieder, um mit Hertha BSC uns zu etablieren, diese Saison die Klasse zu halten, schaffen wir das auch nicht mit 5, 8 oder 10 Spielern. Also man hat das ganze Team, man hat das Kollektiv und wenn die Mannschaft so miteinander funktioniert und harmoniert, so wie im letzten Saison und in dieser Saison das weiter fortsetzt, dann natürlich haben wir dann auch mal enttäuschte Spieler oder Spieler, die frustriert oder irritiert sind. Aber ich glaube, dass wenn sie ihren Charakter mitbringen und mit Enttäuschungen umgehen und lernen umzugehen, das ist auch wichtig, dann können wir auch als Team weiter erfolgreich sein. Aber natürlich ist es nicht für jeden einzelnen Spieler dann gleich. Und wer aufmuckt, der wird den Kopf kleiner gemacht. Ah, so will ich das nicht direkt sagen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass Spieler sich auch als Teamspieler sehen und dass man sein eigenes Ego auch mal ein bisschen zurückstellen kann im Dienst der Mannschaft. Und das haben wir im letzten Jahr hervorragend hinbekommen und ich hoffe natürlich auch für diese Saison. Danke. Danke. WordPress Berlin.